Trotz Silberschwamm hat's ja auf meinen Schläuchen im Frischwassertank so einen grünen Belag gegeben. Igitt. Ja, die Frage ist, konnte Tanko 3 das verbessern und wie funktioniert die Wartung? Die erste Wartung bei Tanko 3 seht ihr in diesem Video. Musik Ja, dieser Vlog ist eigentlich außer der Reihe, das ist quasi ein Update des letzten Vlogs, der wird also auch nicht hochgezählt, sondern es geht noch mal um das Tanko 3 System. Das habe ich ja jetzt einige Wochen lang eingebaut und heute war die erste Wartung fällig. Das heißt, ich musste den Zellkern entkalken. Ja, und dabei habe ich natürlich das System aufgeschraubt und reingeschaut und es ist sehr interessant. Es war nämlich vorher ein grüner Belag auf diesen Schläuchen. Diesen Belag konnte der Silberschwamm nicht beseitigen. Ja, ihr werdet gleich sehen, was jetzt äh, passiert ist, nachdem der Tanko 3 äh, circa zwei Wochen läuft. Ja, und außerdem zeige ich euch, wie die erste Wartung geklappt hat. Ich habe das System jetzt einige Wochen in Betrieb und. Ähm habe den Tank gereinigt, wie es in der Anleitung angegeben war. Das heißt überhaupt nicht mechanisch, sondern ich habe nur die Tank O3 Anlage mit 200 Milliampere für 72 Stunden laufen lassen und dann auf normale 50 Milliampere gestellt. Und vorher waren auf dem Schlauch grüne Ablagerungen zu erkennen, trotz Silberschwamm, was auf die Algenbildung zurückzuführen ist. Und jetzt, weiß ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der schlauch ist absolut sauber die algen sind komplett weg es ist nichts mehr da was man vorher noch gesehen hat an irgendwelchen belägen das ist hat also super funktioniert ich bin da hochzufrieden und ich bin jetzt gerade bei der reinigungsprozedur das geht so man nimmt ähm, das system kurz raus und ähm, steckt den zellkern mit dem schlauch in ein glas in dem zitronensäure sich befindet und stellt das System wieder an und ihr seht, da blubbert es. Ich versuche das mal so zu zeigen. Ich glaube, jetzt kann man es sehen. Das heißt, die Elektrode läuft, der Zellkern, meine ich, läuft eine Zeit lang in Zitronensäure für zehn Minuten. Dann wird das wieder rausgenommen, abgetrocknet, wieder reingesteckt und fertig. Und das muss man so circa alle zwei Wochen machen. Das finde ich absolut akzeptabel dafür, dass man dann wirklich einen hundertprozentig sauberen Tank hat. Im Wasser, das Wasser ist sauber und auch außerhalb des Wassers ist der Tank sauber und die Leitung. Also kann ich absolut empfehlen. Und noch ein Tipp für alle, die auch einen tieferen Wassertank haben. Lasst das Kabel so wie ich lang, damit ihr, wenn ihr das ganze System demontiert oder rausnehmt und äh, den Zellkern dann in ein Zitronenbad äh, einsetzen wollt, äh, genug Kabellänge noch habt, damit das auch problemlos geht und ihr den Schlauch dann nicht da irgendwie rausfriemeln müsst und das schwer ist, das dann so hoch äh, anzuheben, dass das dann noch gut in ein Wassergefäß passt. Ihr seht also, das Tanko-3-System hat ganz hervorragend funktioniert. Ich zeige euch jetzt noch mal im Bild, wie das vorher aussah. Nämlich mit diesem eigenartigen grünen Belag, der nicht nur auf den Schläuchen war, sondern auch teilweise auf den Tankinnenwänden. Ja, und ihr seht auf der anderen Seite jetzt nachher, wie das aussieht. Das sieht aus wie blitzblank geputzt. Also, dieses äh, Tanko 3-System hat es wirklich geschafft, in zwei Wochen das ganze äh, Innere des Tankes komplett zu reinigen. Also ich bin da absolut zufrieden. Das ist sehr empfehlenswert und die Wartung war auch absolut einfach, habt ihr ja gesehen. Man muss das zwar dann immer mal machen, aber äh, auf, äh, mit dem Erfolg, dass man dann anschließend wirklich extrem sauberes Trinkwasser hat und auch einen sauberen Tank, saubere Leitung, saubere Schläuche und so weiter, würde ich das immer wieder so machen. Ja, das war das kleine Update. Jetzt geht's weiter mit den normalen Vlogs aus der Serie Länger Autark. Dann bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Wie, ihr seid noch da? Ja, das ist doch nur ein Update. Ihr wisst doch schon, dass es im nächsten Video um das Hybrid-WC geht. Bis dahin, tschüss.